Hast du es auch schon mal wahrgenommen, dass Menschen grundsätzlich nur das wahrnehmen möchten, was sie schon kennen oder beziehungsweise was sie hören möchten? Das ist wirklich etwas, was den Fakten entspricht, weil sobald du mit etwas kommst, was sie nicht kennen oder was sie nicht hören möchten, dann blenden die komplett aus. Dann schaltet das Gehirn aus, weil sie nicht sich neuen Bereichen vertraut machen können, weil sie nichts Neues hören möchten. Am besten irgendwie etwas, was ein aufgewärmter Kaffee ist. Und da ist überhaupt nichts dran zu entnehmen. Da kann man sich überhaupt nicht irgendwie mit befassen, wenn man erfolgreiche Absichten hat, weil etwas, was man schon kennt, was hast du davon? Was bringt dir das? Stell dir mal die Frage, wenn alles genauso wäre, wenn erfolgreiche Menschen, die schon was geschaffen haben in ihrem Leben, wo du vielleicht auch richtig großen Respekt vor hast, was meinst du, wenn die genau das auch so machen würden, wie du das jetzt von der Denkweise her verfestigt hast? Die wären alle nicht da, wo sie jetzt sind, weil sie sich darauf fokussieren, was neu ist und was sie wirklich genau an ihr gewünschtes Ziel bringt. Aber wenn du das weiterhin ausblendest, ja, dann wirst du da auch keinen Unterschied entdecken. Dann kannst du am besten wieder den Fernseher anmachen und freust dich des Lebens. Also, denke daran, in diesem Sinne. Und bis dann.